Ja, man könnte sagen, das ist letztes Mal nicht ganz so gut gelaufen, ne? Um ehrlich zu sein. Also, es sah erst so aus, als würde es gut laufen. Wir haben ein paar Sachen gebaut und haben alles wieder verloren. Und das soll uns dieses Mal nicht passieren, beziehungsweise sieht eigentlich, wo ist meine Hut? Da ist meine Hut. Es sieht nämlich schon wieder nicht so gut aus. So, warte mal, diese Blumen hier, die können wir sammeln und da ist Seide drin. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Also, wir haben einiges vor heute. Wir werden unter anderem versuchen, uns den Orbit wieder zu holen, aber erstmal brauche ich jetzt mein Equip wieder, was da hinten liegt. Da ist ein Water Jug Bug, den könnten wir theoretisch benutzen für Wasser. Da ist aber auch ein Saber. Und da ist ein Raptor. Es ist wirklich unfassbar. Okay, ich kann nicht mehr sprinten. Doch, ich kann sprinten. Okay, let's go. Wir versuchen es einfach. Die werden uns jetzt eh verfolgen. Wir müssen nur einmal das Equip aufnehmen, es uns dann, ja, und so weit wie möglich hierher tragen. Weg. Ah, jetzt bleibe ich hier irgendwo hängen. Ah, da sind noch die Hyänen, die sehr übermütig sind. Los, komm rüber, rüber, rüber. Wir haben es. Und wir kriegen es wirklich einen Millimeter weitergeschleppt. So, komm, schnell, 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 schnell. Wie viele sind das denn hier? War eigentlich gar nicht so schlecht. Es war eigentlich gar nicht so schlecht, weil da ein paar unter mir durchgeflogen sind, aber ich nicht mehr umdrehen konnte. Deswegen eigentlich. Kleiner Strategiewechsel. Wir sammeln jetzt erstmal Sand und... Na, wo kriege ich denn mehr Sand mit raus? Man weiß es nicht. Wir sammeln Sand und Kaktussaft, um uns dann eine Lehmhütte erstmal zu bauen, damit wir uns einen festen Spawnpunkt einrichten können und dann nicht immer so weit laufen müssen, weil das ist das, was jetzt am meisten Zeit kostet. Problem ist aber, ich brauche 15 Leder für den Mörser und Stöße, damit wir überhaupt Lehm herstellen können. Unser Problem ist nämlich, unsere Sachen liegen jetzt da hinten. Vielleicht kommen wir jetzt ran und können die uns safe holen. Das sind aber wieder Hyänen. Die standen doch eben hier. Ich sehe sie jetzt gar nicht. Nice. Nice, nice, nice. Die sind überladen. Was habe ich denn da alles drin, dass ich direkt überladen bin? Alter, was ist denn mit dir? So, die Frage ist, wie stark bist du und welches Level bist du? 60. Wahrscheinlich erstmal nicht. Senior, bitte landen Sie. Bitte landen Sie. Bitte landen. Danke. Oh nein. Nee, Digga. Du Mistvieh. So, verdammt nochmal. Kann mir hier. Ah, das ist auch mein Fleisch, was ich letztes Mal hatte. Danke, perfekt. Sehr gut, wir haben jetzt das ganze Inventar wieder. Wir können mal reingucken. Also, wir haben hier einen Bauplan für einen Lehmgeländer. Nicht so nice. Bauplan für eine Ölpumpe. Sehr nice. Weil es gibt ja auf der Map überall so Ölspots, die wir anzapfen können. Wir haben eine fortgeschrittene Kettensäge. Richtig nice. Damit können wir mega viel Holz holen. Ach, schon wieder. Ich verdurste schon wieder. Das ist echt crazy auf der Map. Aufgabe 1 haben wir also abgeschlossen. Jetzt können wir uns dann Aufgabe 2 machen. Wir brauchen eine Lehmhütte unbedingt. So, dafür brauchen wir Mörser an Stößel. Und hier können wir dann Lehm drin herstellen. Dafür brauchen mit Sand und Kaktussaft und einfach herstellen. Sehr nice. Ja, das könnte sein, dass wir uns hier gleich hinlegen und gar nichts mehr machen. Es fängt alles an zu wabern. Es ist übelst heiß. Ich komme gerade gar nicht gegen an. Und wir brauchen viel mehr Lehm, als ich dachte. So, nochmal schnell im Bett gesetzt für den Fall der Fälle. Sieht nicht gut aus. Ich kann mich auch schon noch ganz schlecht orientieren. Das ist echt mega crazy. Oh nein! Verdammt, wir brauchen dafür Benzin. Ah, es war so klar. Ich habe es schon gedacht, als ich sie ausgewählt habe. Wir brauchen schnell viel Holz. Lang haben wir nicht mehr. Ach, warum muss ich denn jetzt jedes Mal einzeln ins Menü? Wir haben noch kein Dach gecraftet. Ah, oh, das wird ganz eine bittere Nummer jetzt hier. Es fehlen 6 Leben. Ah, verdammt, jetzt hatte ich gerade 6 Leben. Egal, das Gute ist ja, wir können ja hier im Bett wieder spawnen. Es ist aber crazy schwer. Ich weiß nicht, wie ich gegen ankommen soll, ehrlich gesagt. Ja, jetzt haben wir eine Lehmhütte. Oh, es wird kalt hier drin. Nice. Tatsächlich. Oder lag es jetzt nur daran, dass es generell kalt geworden ist? Nee, hier wird es wieder heiß. Wird zu. Wird wieder kalt. Sehr schön. Ihr seht es jetzt nicht, aber hinter mir ist eine rote Flamme. Oh, jetzt fehlt mir 14 Leder, weil ich aus Versehen einen blöden Trikes-Sattel gecraftet habe, als ich gerade die ganzen Sachen fürs Haus gecraftet habe. Nice. Ja, es tut mir leid, aber du musst jetzt leider daran glauben. Ich würde gerne den Körper loslassen, danke. Sehr nice. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Teil der Wüstenrüstung, also alles bis auf den Helm, weil wir haben noch kein Kristall. Das ist aber mega gut. Es wird trotzdem mega heiß wieder. Was soll das denn? Es ist echt crazy schwer, hier überhaupt Fuß zu fassen auf der Map. Also Base sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben einen kleinen Raum, der uns hier kühlt. Unser Lehmhäuschen. Wir haben ein Bett, damit wir respawnen können. Wir haben eine Werkbank und wir haben hier so einen Ofen. Brauchte Metall für die Werkbank, weil daran muss man die Wüstenrüstung machen. Das heißt, Schritt 2 ist soweit auch erstmal abgeschlossen. Wir kommen jetzt vielleicht schon ein bisschen besser klar. Was wir jetzt brauchen, sind Narcoberries. Wir brauchen Narkosemittel und wir brauchen Metall, damit wir uns dann den Orbit zurückerobern können. Denn das würde ich nicht so gerne auf mir sitzen lassen. Und es ist interessant, dass wir mal wieder eine Agenda haben gegen Krokodile. Das war ja im ersten Teil genauso. Da unten ist es auch, hinterm Baum. Jetzt haben wir nämlich wieder das nächste Problem, dass ich verdurste. Und das ist ein großes Problem, weil an der Wasserquelle, die wir jetzt hatten, die einzig große hier, haben wir auch noch die ganzen Hyänen gelockt. Problematisch wird es dann, wenn sie uns verfolgen sollten. So, getrunken, Wasser aufgefüllt. Da kommt doch schon die erste. Da kommen sie alle schon. Verdammt, das ist nicht gut. Ohne Sonne, ich würde sagen, wird Zeit, dass wir uns zurückholen, was uns gehört. Ich habe jetzt hier eine Doppel-Armbrust quasi ausgerüstet. Eine mit Betäubungsfallen und die andere mit normalen Pfeilen. Wir werden uns jetzt mal den Orbit zurückholen. Ich denke, dass wir das von hier oben ganz gut schaffen können, eine Hyäne nach der anderen auszuschalten. Wobei, kann mich auch täuschen. Aber es sieht aktuell so aus, als hätte der Caprosuchus da alles kaputt gemacht. Umso besser für uns. Evil ungewohnt im Controller. Ja, da hittet bis jetzt noch gar nichts. Da hittet immer noch nichts. Eine Art.
wird er sauer, sehr schön. Aha, da seid ihr, Freunde. Aber wo ist er jetzt hin? Er hat sich eingeparkt, was? Okay, er steht gerade ganz gut. Der Controller ist mir einfach zu hakelig, um ehrlich zu sein. Es geht viel zu hakelig rüber. Vierter sitzt drin, fünfter sitzt drin, sechster sitzt drin, siebter, achter. Er scheint abzuhauen. Das ist nicht so gut. Er ist da vorne im Wasser. Ich glaube, er liegt. Nee, oder? Ich glaube, er liegt. Oh nein, da ist der Tech-Raptor. Oh, und ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. Treffe einfach nicht. Egal. Warum habe ich keine Bolas gemacht? Warum habe ich denn keine Bolas gemacht? Ah, das gibt's doch nicht, ihr Mistviecher, ey. Nee, nicht ihr schon wieder. Nicht ihr. Jedes Mal mit euch hier die... Oh nein. Aus dem Hinterhalt kommt er nochmal. Ich habe nichts im Heilen. Da unten liegt halt der Dino, den ich brauche. Die hatten alle Angst vor ihm. Kann es mir jetzt nicht erlauben, mir Schaden zu nehmen. Also ich halte es für super realistisch in dem Spiel, dass das Tier da jetzt dann... Ist der Alligator da jetzt... Stirbt eventuell. Ja, das Leben ist unten, aber es geht, glaube ich, nicht weiter runter. Sauerstoff, hat er eine Sauerstoffanzeige? Nö. Wir versuchen einfach mal mit Fleisch. Das sieht ganz gut aus. Plus 34 Level. Welches Level ist er denn? Level 95 sogar. So, die Frage ist, wir sind, ja, fast zu schwer für den Senior hier. Wir können uns aber übelst weit ziehen. Nice. So, Freunde der Sonne. Euch ist ja wohl klar, was das jetzt bedeutet. Da ist er doch schon der Erste. Ah, verdammt, da bin ich in den Stein reingesprungen. Komm her hier, komm her hier. Ah, ich habe ihn im Maul. Sehr schön. Hinfort mit dir. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Da ist er. Komm her, hau nicht ab. Vorher immer angreifen und dann so. Nicht mit mir. Ihr wart doch mehr als zwei, Leute. Ihr wart doch mehr als zwei. Okay, sieht so aus, als wären die nur zu zweit gewesen noch. Bin mal der Meinung gewesen, dass das fünf waren. Aber ich glaube, der hat alleine schon ein paar fertig gemacht. Wir haben den Orbit zurückerobert. Das ist mega nice, weil die Kisten sind nicht kaputt gegangen. Wir haben noch hier viel Sand drin. Wir haben hier noch super viele Siliziumperlen und Fleisch drin, was mega nice ist. Und vor allem sind hier noch 33 Metall drin. Richtig nice. Holen wir uns später. Ich habe noch was zu erledigen. Gut. Sieht aktuell nicht so aus, als wäre der Wolf noch hier vom letzten Mal. Sonst hätten wir uns den auch noch geholt. Wir sagen mal so, ne? Der Caprosuchus ist jetzt nicht der schnellste, aber wir können einfach den hier machen. Rechtzeitig abspringen. Easy. Let's go. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's wirklich interessant. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, dass er fast tot ist. Bei einem Level 10er Wolf. So, wir sind voll geheilt. Komm her. Wenn ich mich jetzt hier rauskriege. Kann nicht dein Ernst sein, dass du so strong bist. Wüsste gerne dein Level. Dann würde ich dich vielleicht zähmen. Aber so scheinst du auch nur Trash zu sein. 45. So, wo ist der Pegomastax? Alles klar, Digga. Wir haben Pegomastax jetzt auch noch. Korrekt. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass die Wölfe so gefährlich wären. Das war Level 10 und Level 45. Die sind echt übel, wenn die gebufft sind. Vielleicht tun wir uns da noch einen von. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben, hilft dem Kanal weiter. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi.